So. Meine Strömung, aber die Strömung kriege ich schon wieder hin. Na leibend. Was denn? Ich vertraue dir, ich fahr jetzt auch den Weg. Dann sag dir mal was von Strömung. Na, der Fluss halt. Hätte ich doch einen ganz langen Weg nehmen sollen. Das ist aber ein schöner Weg darauf. So zwischen den Bäumen. Aber was hast du dafür für großartige Grafikeinstellungen machen müssen bei Enshrouded? Ich habe Enshrouded noch nicht gespielt. Ach so. Warum? Vielleicht wundert, dass man da die Grafikeinstellungen machen müssen. Ja, weil es für unsere PC ist ja nicht eigentlich gerade noch so an der Grenze ist. Ach so. Gut, dann geht's bei meinem wahrscheinlich mit generell. Ja. Aber das mache ich auch. Generell schauen, ob alles funktioniert. Ja. Du machst das nicht. Wie bei WAF zum Beispiel mit dem Ton und so. Da höre ich dann immer nur, das Spiel ist so laut. Wie geht das? Wo ist das? Ja, das ladet im Hintergrund runter und dann. Aha, probier es dann kurz. Okay. Ah, okay. Ich hab's noch nicht gekauft jetzt. Keine Ahnung. Wir spielen das morgen, das haben wir nicht gekauft. Bin ich gespannt durch den Fluss, Alter. Sollte ich vielleicht mit dem Lastengang durchfahren? Gut, ich fange immer rechts an wegen der Strömung, weil die zieht sich dann immer nach links ein bisschen. Mhm. Aber diesmal eigentlich nicht so. Wahrscheinlich, weil ich genug Gewicht oben hatte. Aber so, dass man stecken bleibt, ist nicht. Also ich nicht. Wie gesagt, ich fahre ja schon wieder. Nicht. Also ich habe. Ich bin da jetzt 5, 6 Mal schon drüber gefahren über diese Brücke oder über diese Schlammmatsche. Ich habe einmal bis jetzt die Winde gebraucht und das aber, weil ich sonst rausgetrieben in den See wäre. Also in den Fluss, nicht in den See. So. Oder denn?
Und ich glaube, ich liege auf Gott. Auffliegen? Ja. Wo willst du auffliegen? Ich bin da leider so ein bisschen in einen Matsch gefahren. Und jetzt stecke ich total. Mumu-LKW, oder? So gelobt haben wir am Anfang. Was will er? Schau nicht, ob ich noch vorne hab. So weit geht's. Okay. Man, fahrst du so wieder zurück, oder? Nein. Okay. Steckt da total irgendwo fest, Alter. Ich glaube, ich könnte sein, dass ich Hilfe brauche. Fahre ich jetzt? Fahre ich nichts? Dann komme ich halt so, fahre ich halt so zurück, ist ja wurscht. Ich verstehe nicht, wo ich da auflieg. Da verstecken geblieben sein. Du bist einfach so weit eingesunken schon. Was soll man? Jetzt bin ich da irgendwo oben. Hopp, hopp. Ja, ich schaff's jetzt raus. Außer ich versuche jetzt da noch im letzten Moment im Schlamm. Ja, das. Sorry, wenn du jetzt anders warst. Nein, das ist nicht. Yes. Was mir halt aufgefallen ist, bei diesen ganzen Karten, was da jetzt auch noch kommen, das Ganze ist so ein bisschen USA und Russland lastig. Ja, überall wo es halt... In Europa gibt es ja auch Matschgegenden. Wurden.
Da wo halt Muren sind. Mann, Norwegen, Schweden. Gut, das sind Sicherheitskarten. Ich weiß nicht, ich hab nicht geschaut, jetzt. Das gibt's schon, aber was sind ja große Gebiete oft. Ja. Was mir eingefallen wäre, so, so Afrika-lastig, was ist so ein bisschen tropisch. Ich dachte eigentlich, dass sie den dritten Teil machen mit so Desert Runner. Dass das so in die Richtung heißt. Weißt du, eben wie du sagst, Wüste. Ja. Wüste kannst du dich halt nicht so festgraben, weißt du, man? Naja, kannst du auch einziehen. Können sie ja Treibsand machen. Ja, aber kannst du nicht nur Karten machen, drei Karten mit Treibsand, was man. Gut, hier hast du ja auch Schnee und Matsch und so. Nee, aber es gibt tiefen Schnee, tiefen Matsch. Ja, wenn es irgendwo gescheit regnet in Afrika. Ja, Afrika habe ich eh gesagt, ist okay. Oder Australien oder so, könntest du auch machen. Ja, kannst du auch irgendwie machen können. Gut, ist aber eine arme Firma halt, weißt du. Ja, eh. Was denn, vielleicht sind das echte Gegenden? Das wäre geil. Roadtrip dorthin einmal. Was du eigentlich hin? Ich bin jetzt in Michigan. Ich auch. Aber wo warst du hin? Das habe ich ja nicht noch nicht ausgeführt. Ja, mach gar nicht so, was ich hin muss. Also ich fahre jetzt zum Försterhaus oder zum Pilzhaus. Entweder oder, muss ich mir dann anschauen. Okay, ich fahr zum Steinbruch, weil das andere ist noch weiter weg. Allein klar. Drummond Island, das ist auch der Vorplatz. Aber Drummond Island ist, glaube ich, das, was Urmatsch ist, gell? Nö, nicht. Aber ist das Lake Island, das so matschig ist? Das ist Lake Island? Weiter. Hast du was jetzt auch darüber? Ja, bei mir bin ich ja fertig. Okay. Eine Mission habe ich ja fertig gemacht.
Aber ja, die Karten haben Charme. Kann man sagen. Nachdem ich sie nur von oben gesehen habe. Nein, ich meine da jetzt diese auch. Ach so. Auch wenn wir sie schon kennen irgendwie. Die kenne ich auch schon. Die ist für mich jetzt nicht so Charme. Ich bin zum Beispiel gespannt, ob es da so Karten gibt, wo das so viel gemischt ist, weißt du, Mann? Was meinst du gemischt? Ja, so, dass du quasi unten Matsch hast und wenn du so ein bisschen weiter höher kommst, fängt der Schnee an oder so noch nicht voll geschneit, weißt du, so ein Misch aus Schneematsch halt. Das wäre auch immer interessant, ja. Ob es sowas gibt. Oder bist du wirklich nur eine Karte Schnee und eine Karte Matsch? Was? Mhm. Oh ja, ich glaube. Ich glaube, da werden schon ein paar coole NPCs dabei sein. Jo, glaube ich auch. Aber die sind ja alle, glaube ich, kleiner, gell? Ich denke, dass die nicht so riesig sein werden. Aber wissen wir es nicht. Aber es gibt schon welche auch mit 3-4 Teilgebieten. Aber das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Das kann mir jetzt nicht erinnern, ob es richtig kleiner war oder nicht. Dann auch noch alleine diese ganzen Modkarten, also da wären wir am Ende nie beschäftigt eigentlich. Wenn man das ja, jetzt zwei Modkarten spielt, da musst du halt gute finden, sag ich jetzt einmal. Okay. Oder eine Modkarte waren zwei Missionen quasi so. A nach B, B nach C. Ende. Okay. Das sind eher mehr so Challenges, sag ich jetzt einmal. Mhm. Das war schon mühsam, das dort hinzubringen, sag ich jetzt einmal. Gut, das sind ja von Usern erstellte Level. Ja. Also mache ich jetzt keine mehr, aber. Ist, wenn es einen Editor gibt. Ja, die werden wie eine LS-Karten halt, wenn die machst. Kann ja, man das selbst modden einfach. Ich weiß nicht, wie viel die zur Verfügung haben vom Spiel aus. Einmal habe ich mich versucht bei einem Traktor. Und? Ja. Ja. War okay. Sicher nicht so leicht. Das ist. Ja. Das ist. Ich sage mal, ich bin da jetzt so der Meinung, wenn du dich damit beschäftigst, das ist dann so wie, als würdest du einen PC zaubern. Also man schaut sich das mal an. Mhm. Wenn du das kannst. Ja. Ich fand das ja uninteressant. Ich habe, wie ich Corona hatte, zwei Wochen, 14 Tage Quarantäne, daheim war. Da gibt es einen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein Bonschwan, nennen sich die. Das ist so eine Gruppe, die streamen gemeinsam, machen. Mhm. Quer durch, meistens wechseln sie sich halt ab, am Vormittag streamt der, dann der, also das dauert eigentlich ziemlich in Dauerschleife. Ja. Und der eine hat sein eigenes Spiel angefangen zu entwickeln, eine Art Age of Empires. Ist interessant, okay. Dass so, also, auf was man da achten muss und wie das gestaltet hat und so. Und so wie Dominik sagt, mit diesem, jetzt ein Spiel zu machen, diesen Unreal Engine 5, da habe ich mir auch schon was angeschaut. Also das ist jetzt nicht so. So schwer, sag ich jetzt einmal, wenn du dich damit wirklich beschäftigst, könntest du dein eigenes kleines Spiel machen. Ja, aber halt auch nur mit diesen Bausteinen, so wie der Dominik gesagt, diese vorgefertigten, hey, oder? Hey. Aber wenn du das richtig machst, weißt du, kannst du trotzdem dann eigentlich ein kleines Spiel zaubern. Stimmt. Auf jeden Fall, um auf diesen Mod zurückzukommen, ich habe jetzt nicht von Grund auf ein neues Ding, ja. Ich habe mir damals einen den Steirer, den ich als Mod schon mal hatte, der mir so gut gefallen hat, als Vorlage genommen.
Und den wollte ich dann zu einem, also ich habe dann 8140, wollte ich zu einem 8260, ja, ein bisschen umformen. Das ist quasi der ein bisschen stärkere Bruder. Das Problem war aber, stellst du eine Komponente ein bisschen um, müsstest du die anderen anpassen. Ich habe den Kotflügel ein bisschen zu groß gemacht. Als ich gefahren bin, ist er nicht losgefahren, weil das Rad wirklich hängen geblieben ist an dem Okay. Kotflügel. Das habe ich 100 Mal probiert. Ich meine, es hat dann funktioniert, aber es hat dann halt nicht mehr richtig vorne mit Traktor ausgeschaut. Okay. Aber du hast es probiert. Ich habe es probiert, ja. Aber mich würde jetzt nicht so das Traktordesign interessieren. Mich würde so eine eigene Karte stellen. Das würde mich wirklich. Also da wäre ich voll dabei. Das würde ich sogar wie für LS würde ich das üben. Haben wir das schon mal angeschaut, aber das ist nicht so einfach, finde ich. Mit dem ganzen Aber Terrain und was Untergrund brauchst und. du da für ein Programm, dass du das Da gibt es machst? einen eigenen Editor. Ah, okay. So. Ich bin ja gespannt. Die Isabella hat gemeint, dass sie sich interessieren würde für den Kinderlandwirtschaftssimulator. Oh, nicht. Das ist das Haus. Er hat ein. Sascha interessiert sich jetzt, ich sag, möchte jetzt ein bisschen so eine Abwechslung und